Weihnachten naht, das Fest der Feste, das Fest der Kinder, Fest der Gäste. Da geht es vorher hektisch zu, von früh bis abend keine Ruhe, ein Hetzen, Kaufen, Proben, Messen, hat man noch niemanden vergessen. So geht es mir, keine Ahnung habend, vor ein paar Jahren Heiligabend. Der zudem noch ein Sonntag war. Ich saß gerade bei der Kinderschar, da sprach mein Weib, tu dich nicht drücken, du hast ja noch den Baum zu schmücken. Da Einspruch meistens mir nichts nützt, hab kurz darauf ich schon geschwitzt. Den Baum gestutzt, gebohrt, gesägt und in den Ständer eingelegt, dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne, Krippenfiguren mit Laterne, zum Schluss, ja Himmel, Wetter, nirgends fand ich das Lametta. Es wurde meiner Frau ganz heiß und stotternd sprach sie, ja, ich weiß, im letzten Jahr war es arg verschlissen, nun hab ich's weggeschmissen. Und in dem Trubel dieser Tage bei Arbeit, Mühe und Plage vergaß ich Neues zu besorgen. Ich werde was vom Nachbarn borgen. Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber, die hatten keinen Lametta über. Da schauten wir uns an, verdrossen, die Läden sind ja auch geschlossen. Hör zu, wir werden heuer haben einen Baum altdeutscher Stil, weil mir Lametta nicht gefiel. Da gab es Heuler, Schluchzen, Tränen und ich gab nach den Schmerzfontänen. Hört endlich auf mit dem Gezeter, ihr kriegt einen Baum mit viel Lametta. Zwar konnte ich da noch nicht begreifen, woher ich nehme die Silberstreifen, doch gerade als ich suchte mein Messer, da ließ ich Hengstenberg Mildesheim. Es war die Sauerkrautkonserve. Ich kombiniere Messers Schärfe. Hier liegt die Lösung. Eingebettet, das Weihnachtsfest, es ist gerettet. Schnell wurde der Deckel aufgedreht, das Kraut gepresst, so gut es geht, zum Trocknen, einzeln aufgehängt und dann geföhnt, doch nicht versenkt. Die trockenen Streifen sehr geblichen, mit Silberbronze angestrichen, auf beiden Seiten Silberkleid. Oh, freue dich, du Christenheit. Der Christbaum war einmalig schön, wie selten man ihn hat gesehen. Zwar roch süß-sauer zur Bescherung, geruchlich gab's eine Überquerung, weil mit Benzin, ich wusch die Hände, mit Nitro reinigte die Wände. Dazu noch Räucherkerzen und Myrte, der Duft die Menge leicht verwirrte. Und jemand sprach still, verwundert, na hier riecht's nach technischem Jahrhundert. Eine Woche drauf. Ich saß gemütlich im Sessel, las die Zeitung friedlich, den Bauch voll Feiertagereste, es war wieder Sonntag und Silvester. Es sprach mein Weib. Du weißt Bescheid. Es kommen heute zur Abendzeit Schulzes, Lehmanns und Herr Meier zu unserer Silvesterfeier. Wir werden leben wie die Fürsten. Es gibt Sauerkraut mit Wiener Würsten. Ein Schrei ertönt. Entsetzt, sie schaut, am Christbaum hängt mein Sauerkraut. Vergessen Neues zu besorgen. Ah, ich werde was vom Nachbarn borgen. Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber, die hatten leider keines über. Da schauten wir uns an, verdrossen, die Läden sind ja auch geschlossen. Und so war wieder ich der Retter, nahm ab vom Baum das Lametta, betagten Teamöl und bedacht habe ich das Silber abgemacht, das Kraut dann gründlich durchgewässert, mit reichlich Essig noch verbessert, das noch Nelken, Pfeffer, Salz und Curry, Ingwer, Gänseschmalz. Dann, als das Ganze sich erhitzte, das Kraut, das funkelte und blitzte, da konnte ich nur nach oben drehen, lass diesen Kelch vorübergehen. Als später dann das Kraut serviert, ist auch noch Folgendes passiert. Als eine Dame musste niesen, sah man aus ihrem Näschen sprießen 1000 kleine Silbersterne. Mach's doch mal, ich seh's so gerne, rief man ringsum hoch erfreut, die Dame wusste nicht Bescheid. Franziska Lehmann sprach zum Franz, dein Goldzahn hat heute Silberglanz. Und einer, der da musste mal, der rief, ich hab einen Silberstrahl. So gab's nach dieser Krautmethode noch manche nette Episode. Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir, es hat mir gut gefallen hier, doch wäre die Wohnung noch viel netter, hättest du am Weihnachtsbaum Lametta. Ich konnte da gequält nur lächeln und mir noch frische Luft zufächeln. Ich sprach und klopfte ihm aufs Jäckchen, im nächsten Jahr gibt's 100 Päckchen. Ich mache weiter. Ein ganz liebes, liebes Gedicht zu Weihnachten, so wie es sein soll. Zack, zack. Das geht ja schnell los. Wir haben noch Zeit, oder? Ja, der Raum ist voll. Okay. Wenn die nicht gehen, der soll dann kommen. Zurück zur Besinnung. Ja, jetzt ist Feierabend. Ihr könnt auch Kerzen oder Feuerzeugen an.
anmachen oder Handy-Apps. Passt doch zu diesem, passt zu diesem Text. So ein Handy-Sippo. Kling. Okay, das geht an dich. Okay, danke. Ich hasse es, wie du beim Tee trinken schluckst, die Tasse mit aufgeschlitzten Ellenbogen vor das Gesicht hältst und mit leeren, glasigen Augen, die man, wenn man dich nicht besser kennt, für nachdenklich halten könnte, in die Gegend glotzt, wie eine Kuh beim Scheißen. Ich hasse es, wie du beim Telefonieren mit Fremden ja sagst. Alle 3 Sekunden, wie eine Provinzsekretärin mit Dauerwelle, auf deren Schreibtisch ein pinkes Sparschwein steht, mit der Aufschrift Kaffeekasse für Ulrike. Ich hasse es, wie du bei Quiz-Shows sogar die erste Antwort auf die 50-Euro-Frage vorsagst. Eine Frage von solcher Schwachsinnigkeit, dass sie selbst ein Goldhamster mit Alzheimer unter Elektroschocks beantworten würde. Und wie du triumphierst, wenn du's wusstest. Ich muss mich an dieser Stelle mal distanzieren. Nein, mein Freund, hör es dir an bis zu Ende. Ich hasse es, wie du beim Essen schelmisch in die Runde schmunzelst und gefräßige Stille sagst. Eine Redensart, die so galaktisch blöd ist, dass sie nur aus deiner Familie stammen kann. Wir haben auf dem Klo Boxen. Und mir selbst nach jahrzehntelangem Nachdenken keine angemessen bekloppten Wie-Vergleiche dazu einfallen. Ich hasse es, wie du mit schmerzverzerrtem Gesicht keifst. Hast du auch schöne Musik dabei? Wenn ich Eminem auflege. Ich hasse es, dass der Fußboden vor deinem Bett aussieht wie das IKEA-Kinderparadies. Nur nicht voller bunter Bälle, sondern benutzter Papiertaschentücher. Ich hasse es! Weiß Gott, ich hasse dich wie mich selbst. Aber es macht ja nichts, wir sind alt genug. Hass oder Liebe. Für Langstreckenläufer läuft das auch das Gleiche hinaus. Beides macht Seitenstechen. Bis zum letzten Atemzug. In deinem Fall könnte man versucht sein zu glauben, du wurdest wirklich nur geboren, um mich tot zu ärgern. Aber eines muss man dir lassen. Du hast dich dermaßen eingeprägt, eher vergesse ich mich als unseren Hochzeitstag. Wunderbar, in the children, happy are. Oh, it's in English. It's in English. English mother speaker. Yes, it's international. This is Potsdamer Platz. Oh, yes. Wenn es Glatteis on the street and we all a Glühwein need, then you know it is soweit. She is here, the Weihnachtszeit. Every park hall.
Rathaus ist besetzt, weil die People fahren jetzt. All to Kaufhof, Mediamarkt, kriegen nearly Herzinfarkt. Shopping, hirnverbrannter Things, and the Christmas Glocke rings. Mother in the kitchen bakes Schokonuss und Mandelkeks. Daddy in the Nebenraum schmücks diesen Weihnachtsbaum. He's hanging up the walls, then he from the leiter falls. Finally, the Kinderlein to the Zimmer kommen rein and a sings the family schauerlich, oh Christmas tree. And then jeder in the house is packing die Geschenke aus. Mama finds under the Tanne eine brand new Teflon Pfanne. Papa gets a Schlips and Socken, everybody got Frohlocken. President speaks in TV, all around is harmony. His mother in the kitchen runs, im Ofen burns the Weihnachtsgans. And so comes die Feuerwehr. Bis Tata daher. And they bring a long, long Schlauch, and a long, long Leiter auch. And they schrei, was am Arsch? Christmas now is in the arm. Merry Christmas, Merry Christmas. Hear the music, see the lights. Frohe Weihnachten, Merry Christmas allerseits. Aber hier, rausgegessen hast du. Ich war brav, bin bestimmt, ich werde brav sein. Mal gucken, lieber Weihnachtsmann. Bitte rasier dich mal. Ja, kann doch lustig werden. Briefe von Kindern und Alten. Na gut, das relativiert es natürlich wieder. Kedves Mikulasz. Kedves Mikulasz. Das ist ein ungarisches Kind. Kedves Mikulasz. Entscheidest du, wer dieses Jahr artig war oder machen wir das nochmal? Oder gibt es am Nordpol eine Art Versammlung, die das alles festlegt? Du musst dir die Lippen aufblasen lassen. Ich bin sicher, dass es nicht... I feel like Madonna. Ich bin sicher, dass es nicht immer entweder oder sein muss, weil es doch ein Dazwischen gibt. Oder kriegen die, die dazwischen sind, keine Geschenke. Mit freundlichen Grüßen, Claudinka, Ungar. Was hat die bekommen? Ich weiß, es steht hier nicht. Aber hier. Hier, Juli Ninzen. Ich war das ganze Jahr lang brav. Also sollte ich alles bekommen, was ich mir wünsche. Ich will ein Snowboard, ein PC, ein neues Fahrrad, neue Inliner, ein Maschinengewehr, ein Flammenwerfer. Terminator 2, Ace Ventura 2, 1000 Kronen und ein Monopoly spielen. Grüße von Baden, Norwegen. Dear Santa Claus, ich hoffe, es geht dir gut. Bestimmt wird der heilige Abend anstrengend für dich. Machst du dir Geschenke eigentlich selber? Oh, es ist ein Englishman. Ich habe blaue Augen und braune Haare. Das ist kein Afrikaner und blond und singt, Schlager. Ich mag Fußball. Now it is, my man. Und ich mag Fußball, Computer und Rentiere. Können Sie mir bitte eine Foto von deinem Rentiere schicken? Ich wünsche mir eine Computer. Aber ich war dieses Jahr nicht so richtig brav. Kannst du mir trotzdem verzeihen? Ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtsfest und vergiss nicht, dich warm anzuziehen. Dein hoffnungsvolles Gott, England. Aber noch, Kedves Mikulasz. Ich möchte Sie darum bitten, so nett zu sein und mir eine Weihnachtskarte zu schicken. Ich hoffe, ich bekomme viele Überraschungen am Heiligabend. Ich verspreche auch, dass ich ganz brav sein werde. Beste Grüße von Banti Ungarn. So wie ein ungarisches Buch. Naja, aus aller Welt halt. Ungarn, dann mal wieder Schottland, aber dann gleich mal. Also Schottland. Ja. Wie fängt man den Weihnachtsmann? Ja. Was? Und dieses Jahr, wie fängt man den Weihnachtsmann? Um dieses Problem bewältigen zu können, geben wir hier einige Lösungsvorschläge. Erstens, die geometrische Methode. Man stelle einen zylindrischen Käfig im Wald auf eine schneebedeckte Lichtung. Fall 1. Der Weihnachtsmann ist innerhalb des Käfigs. Dieser Fall ist trivial. Fall 2. Der Weihnachtsmann ist
außerhalb des Käfigs. Dann stelle man sich in den Käfig und führe eine Inversion an den Käfigwänden durch. So gelangt der Weihnachtsmann in den Käfig und man selbst nach draußen. Man achte darauf, dass man sich nicht in die Mitte des Käfigs stellt, da man sonst im Unendlichen verschwindet. Die Projektionsmethode. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass die Erde eine Ebene ist. Wir projizieren nun diese Ebene auf eine Gerade, die durch den Käfig läuft, und diese Gerade auf einen Punkt im Käfig. Damit gelangt der Weihnachtsmann in den Käfig. Die topologische Methode. Der Weihnachtsmann kann topologisch als Torus aufgefasst werden. Man transportiere Waldlichtung in den vierdimensionalen Raum. Nun ist es möglich, die Lichtung so zu falten, dass der Weihnachtsmann beim Rücktransport in den dreidimensionalen Raum verknotet ist. Dann ist er hilflos. Viertens, die stochastische Methode. Man benötigt dazu einige Würfel und eine Gauss-Glocke. Mit dem. Das habe ich nicht ganz verstanden. Eine Gauss-Glocke. Mit dem fährt man in den. Das kann ich beim besten Willen nicht. Mit dem fährt man in den Wald und wirft mit den Würfeln nach dem Weihnachtsmann. Kommt er nun mit seinem Schlitten angefahren, stülpe man die Gauss'sche Glocke über ihn. Damit ist er mit der Wahrscheinlichkeit 1 gefangen. Ich auch nicht. Aber wer es versteht, scheint witzig zu finden. Die Newton'sche Methode. Käfig und Weihnachtsmann ziehen sich durch die Gravitation an. Bei Vernachlässigung der Reibung wird der Weihnachtsmann früher oder später im Käfig landen. Sorry, Mann, das war witzig. Die Heisenberg-Methode. Ort und Geschwindigkeit eines bewegten Weihnachtsmanns lassen sich nicht gleichzeitig bestimmen. Da ein sich bewegender Weihnachtsmann auf einem Schneefeld keinen physikalisch sinnvollen Ort einnimmt, eignet er sich nicht zum Fangen. Die Weihnachtsmannjagd kann sich demnach nur auf einen ruhenden Weihnachtsmann beschränken. Das Fangen eines ruhenden, bewegungslosen Weihnachtsmanns wird dem Leser als Übungsaufgabe überlassen. Die Schrödinger-Methode. Die Wahrscheinlichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Weihnachtsmann im Käfig zu finden, ist größer als 0. Man setzt sich hin und wartet. Einsteinsche Methode. Man überfliege die Waldlichtung mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Durch die relativistische Längenkontraktion wird der Weihnachtsmann flach wie ein Papier. Man greife ihn, rolle ihn zusammen und macht ein Gummiband herum. Die experimentalphysikalische Methode. Man nehme eine semipermeable Membran, die alles außer dem Weihnachtsmann durchlässt. Und siebe damit den Wald aus. Richtlinien für das Grüßen im Betrieb. Ui. München. Na. Pilotversuch zur Einführung einer Grußordnung für die Mitarbeiter. In Ermangelung einheitlicher Regelungen und gesetzlicher Bestimmungen sind die innerbetrieblichen Grußgewohnheiten völlig dem Zufall überlassen. Dies führt zwangsläufig immer wieder zu Missverständnissen, Untergrabung der Autorität, Spannung zwischen Gleichgestellten, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, Jüngeren und Älteren wie männlichen und weiblichen Beschäftigten. Um diesen Missstand zu beseitigen, wurde vom Arbeitspsychologischen und Arbeitspädagogischen Arbeitskreis eine Grußordnung erarbeitet, die alle Fragen des Grüßens im Betrieb erschöpfend behandelt. Sie wird in Absprache mit Hausverwaltung und Betriebsrat im Bereich MCH-HBO 133 von Oktober bis einschließlich Dezember 19. Richtlinien. Es ist unterscheiden zwischen Grußrecht und Prospekt. Grußrecht genießen grundsätzlich Vorgesetzte gegenüber Mitarbeitern. Das finde ich gut. Bei betrieblich Gleichgestellten genießt die Dame Grußrecht vor dem Herrn. Die ältere Mitarbeiterin vor dem der Jüngeren. Ah. Dem Wortsinn entsprechend kann das Grußrecht ausgeübt werden, muss aber nicht.
Der Grußberechtigte grüßt anders als der Grußpflichtige. Und zwar abgestuft je nach Stimmung durch. Stummes Kopfnicken. Ja, das mache ich auch oft. Grußberechtigte. Ah, ist schon nicht zu sehen. Ne? Freundliches Kopfnicken. Lächelndes Kopfnicken. Folgende Grußformeln. Na? Oder? Na, wie geht's? Oder? Da sind sie ja wieder. Oder? Ich hab sie lange nicht gesehen. Der Grußpflichtige grüßt grundsätzlich. Es sei denn, der Grußberechtigte gibt dem Grußpflichtigen zu verstehen, dass sich ein Gruß erübrigt. Beispielsweise dann, wenn der Grußpflichtige dem Grußberechtigten zum dritten Mal am Tag begegnet hat. Ja. Der Grußpflichtige hat die Tageszeit zu entbieten. Bis 10 Uhr, guten Morgen, bis 10 Uhr, 10 Uhr bis 11 Uhr, guten Tag. 11 Uhr bis 14 Uhr, Mahlzeit. Leichte Neigung des Oberkörpers. Mahlzeit. 14 bis 16 Uhr, guten Tag. Ja, und 16 Uhr bis 18 Uhr, auf Wiedersehen. In der Winterzeit, nach 17 Uhr, auch guten Abend. Ab 23 Uhr, nur für Schichtarbeiter, gute Nacht. Bei bestimmten Wetterlagen, zum Beispiel Föhnwetter, strahlender Sonnenschein etc., kann anstatt mit guten Morgen, Tag, Abend auch mit wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend. Begrüßt ein Grußberechtigter einen Grußpflichtigen mit wie geht es Ihnen oder gar mit kann ich etwas für Sie tun? So hat der Grußpflichtige nicht nur daraus abzuleiten, dass tatsächlich eine Frage an ihn gerichtet worden ist, die eine Antwort erleischt. Erwidert ein Grußberechtigter den Gruß eines Grußpflichtigen nicht, so entbindet dies den Grußpflichtigen nicht davon, bei abermaligem Begegnen der Grußberechtigte neu zu grüßen. Das ist anstrengend, diese Scheißsprache. Begegnet ein Grußpflichtiger einem Grußberechtigten, der sich in Begleitung eines Dritten befindet, gegenüber dem der Grußpflichtige grußberechtigt ist? So grüßt der Grußpflichtige den Grußberechtigten mit der Entbietung der Tageszeit und der Hinzufügung des Namens oder dessen Titels. Also etwa, guten Morgen, Herr Direktor, oder guten Morgen, Herr Müller, oder guten Morgen, Herr Direktor Müller. Dadurch wird vermieden, dass der Grußpflichtige einen Dritten zu grüßen gezwungen ist, der ihm gegenüber grußpflichtig ist. Verstehst, mein Junge? Von 23. bis 25. Dezember dürfen Grußpflichtige auch mit frohe Weihnachten oder frohes Fest oder gesegnetes Weihnachtsfest grüßen. Eine entsprechende Regelung gilt für Silvester Neujahr vom 30.12. bis 2.1. Wobei am 2.1. dem Neujahrswunsch ein noch nachträglich hinzuzufügen ist. Auch Ostern und Pfingsten, jeweils ab 48 Stunden vorher, darf mit frohe Ostern bzw. frohe Pfingsten gegrüßt werden. Begrüßungen wie Servus, Tschüss und dergleichen sind nur unter Gruß Gleichgestellten gestattet. In Süddeutschland dürfen Grußpflichtige hier noch betrügliche Oberlokale. Ja, kannst du das? Ja. Ja, das freut mich. Ja, du musst das machen. Ich kann das nicht, du musst das machen. Bitte sehr. Der Richtung wie Servus, Tschüss und der Weichen sind nur unter Grußgleichgestellten gestattet. In Süddeutschland dürfen Grußpflichtige je nach betrieblichem oder lokalem Brauch statt mit Entbietung der Tageszeit auch mit Grüß Gott grüßen. Auf Toiletten geht ein Grußrecht und Grußpflicht uneingeschränkt. Grüßt der Grußpflichtige. Von der Grußpflichtigen Bundesländer! Weihnachten!
ja nicht von Reinkarnation, nicht wahr? Komm, wir machen mal was Schönes. Zusammen? Ja, zusammen. Schön, ja. Der Rentner Erwin Lindemann sitzt im Lehnstuhl. Lindemann, der ist von Rammstein. Und der sitzt im Lehnstuhl. Scheine Butter, die kann ich gar nicht mehr sehen. Aber das ist schade. Der Wein ist alles. Der Wein, nein. Nein. Nein, das geht doch nicht. Wir fangen doch gerade erst an. Montepulciano de Bruno. Ach, eben war es noch ein korsischer, oder? Ist doch scheißegal, wie die Pisse heißt. Also. Frohe Weihnachten. Der Rentner Armin Lindemann sitzt im Lehnstuhl seines bescheidenen Wohnzimmers. Den größten Teil des Raumes sind ein Fernsehteam ein, Kamerascheinwerfer und Mikrofon sind auf Lindemann gerichtet. Bist du die Kamera oder bist du der Regisseur oder bist du Lindemann? Oder willst du gerne der Tonmeister sein oder möchtest du vielleicht lieber... Ist mir egal. Gut. Ich bin nicht der Kameramann. Bitte sehr. Geht noch was drauf. Ah, ein bisschen Licht noch hier. Stopp. Also, Herr Lindemann, Sie wissen ja, um was es sich handelt. Ein kleiner Film für den Kulturbericht der Abendschau. Sie sagen uns kurz, wie Sie heißen. Lindemann. Richtig. Und dass Sie 500.000 D-Mark im Lotto gewonnen haben. Ja. Und was Sie damit machen wollen. Natürlich. Wir probieren das jetzt mal. Ne? Ja. Ohne Kamera. Ja, ja. Bitte sehr. Ja. Also, dass ich Erwin Lindemann heiße? Im ganzen Satz, bitte. Ich heiße Erwin Lindemann. Ja. Ich heiße Erwin Lindemann. Mhm. Bin Rentner und 66 Jahre. Ja. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island, ja. Dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom, ja. Und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenboutique. Genauso! Können wir? Wir können, Ton ab. Okay. Kameramann. Klappe. Kameraassis. Lottogewinner, die erste. Schräg Klappe. Lindemann erschrickt. Regisseur. Bitte, Herr Lindemann. Hm? Genau wie eben. Hm? Und ganz entspannt. Ja. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre und mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark. Aus! Was denn? Ach, das geht mit dem Licht nicht so. Ach, geh mal mit dem Halb-KW noch weiter rüber. Ja, ja, warte mal. Hm? Ja, gut, wir können Ton ab. Läuft. Klappe. Lottogewinner, die zweite. Bitte. Also, ich heiße Erwin Lindemann, ich bin 500.000 Jahre alt. Ganz ruhig, hm? Ja. Gleich nochmal ohne Klappe. Hm? Ich heiße Erwin Lindemann. Ich bin Rentner und 66 Jahre. Das Licht geht aus. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island, dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenboutique. Aus! Was denn? Was ist denn das nur wieder? Na, guck mal nach der Sicherung. Tonmeister? Die Tonleiter. Kameramann? Kamera. Und die Birnen? Ja, weiß nicht, sind noch zu heiß. Ah! Ja, der Stecker ist raus. War so richtig. Ganz hervorragend. Aber wir haben da ein Problem. Hm? Ja. Bitte noch einmal, Herr Lindemann. Natürlich. Und ganz locker. Ja. Ton läuft. Klappe. Lotto gewinne die dritte. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre und ein Lottogewinn von 500.000 Mark. Erstmal mache ich mit meiner Tochter eine Reise nach Wuppertal und eröffne dann in Island eine Aus! Was denn? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ja, aber
Aber Sie planten doch erst eine Reise nach Island, nicht wahr? Ja, ja. Und dann mit Ihrem Fräulein Tochter nach Rom zur Papstaudienz und im Herbst eröffnen Sie eine Herrenboutique in Wuppertal. Jawohl. Na, dann erzählen Sie das so einfach. Ja. Nicht? Natürlich. Ja, also neue Klappe. Du läufst. Lotto die Vierte. Bitte? Ich heiße Erwin Lotto. Aus! Wie heißen Sie? Lottermann. Lindemann. Bitte neue Klappe. Lotto die Fünfte. Bitte. Ich heiße Lindemann, bin seit 66 Jahren Rentner. Und habe 500.000 Mark gemacht mit meiner Tochter in Wuppertal. Nee. Herr Lindemann! Jetzt weiß ich! Klappe! Lotto die Sechste! Bitte! Ich heiße Erwin! Halt! Mikro im Bild. Gleich weiter! Ohne Klappe, ist ganz egal. Wir haben noch 5 Meter! Bitte! Ich heiße... Erwin. Ich heiße Erwin und bin Rentner und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 D-Mark und im Herbst eröffne ich dann mit dem Papst und meiner Tochter einen Herrenboutique in Wuppertal. Danke, das war's. Thank you.